Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Let's Play Gothic Definitive Edition Folge 40. So. Vergisst euer Lieblingsgetränk nicht, meine Damen und Herren. Und dann würde ich vorschlagen, springen wir direkt in das Geschehen hinein. So, wir waren am 5.9., genau, 5. September, 0:07 Uhr, stehen geblieben. Was haben wir in der letzten Folge erzählt? Ja, in der letzten Folge ist tatsächlich einiges passiert, meine Damen und Herren. Wir haben hier ein paar neue Geschäfte im neuen Lager gemacht. Ja, wir haben hier mit Homer gequatscht, der hat uns eine neue Quest gegeben. Danach haben wir mit Laris gequatscht. Der Laris hat uns auch wirklich zugemüllt mit Quests. Und dann haben wir mit noch irgendjemandem gequatscht, kann das sein? Okay. So, die Sache ist so, stimmt, dann haben wir noch mit diesem mystischen Horatio gequatscht. Irgendwo hier war der. Genau, Horatio. So. Der Laris, ja. Der Laris hat uns ja hier mit ein paar Aufträgen beauftragt. Zum einen haben wir dem Laris den Ring von Mordrek gegeben. Damit hat sich die Sache erledigt. So, des Weiteren, des Weiteren haben wir die Bedarfsliste etwas korrigiert. Und als allerletztes, ich soll Bal Isidro sein Kraut abnehmen und für 400 Hertz verhökern. So, das bedeutet Schritt 1. Ich muss also erstens mal Bal Isidro finden. Danach muss ich mit ihm quatschen und sein Kraut abnehmen und das Kraut für 400 Hertz verhökern. Geh raus oder ich hol die Wachen. Ja, schon gut, hey, schon gut. Bleib aus den Hütten draußen. So. Vorschlag. Wir quatschen mit diesem Bal Kagan und vielleicht hat er ja eine Idee, wo Bal Isidro sein kann. Hallo, du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Bal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. So sei der Schläfer ebenso mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. Worden. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Aha. Warum schicken sie nicht einen weiteren Mann? Zum Beispiel Bal Isidro. Warum schicken sie nicht einen weiteren Mann? Bal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Problem. Ja, ich komme leider nicht in die Kneipe hinein. Was macht man dann? Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen.
Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Khor Kalom geschickt. Ja, wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? So sieht's aus. Wir befinden uns, ich erinnere euch noch ganz kurz daran, wir befinden uns in der Strafkolonie Korinis. Das bedeutet, hier gibt es keine Nettigkeiten. Deswegen muss man bei jedem Geschäft irgendwie profitieren. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Khor Kalom und Altyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Also, meine Damen und Herren, ich würde mal ganz kurz eine kleine Sache für euch zusammenfassen. Nämlich, ich habe das Ganze jetzt so verstanden. Wir haben in allen drei Lagern sowohl einen Boss als einen stellvertretenden Boss. Ja, im alten Lager ist es zum Beispiel der Boss Gomez, im neuen... Der stellvertretende Boss, der Diego. Also, so nach meinem Verständnis. Im neuen Lager haben wir den Boss Lee, Bruce Lee. Und der Unterboss oder beziehungsweise der stellvertretende Boss ist der Laris. Im Sumpflager, haben wir gerade erfahren, ist der Boss Jiberion. Und der stellvertretende Boss ist Khor Kalom. Falls ich was Falsches gesagt habe, tut mir leid, falls ich was Richtiges gesagt habe, könnt ihr gerne einen Like für das tolle Let's Play dalassen. Spaß, also klar könnt ihr was dalassen, aber im Endeffekt entscheidet ihr selbst. Ich zwinge niemanden. So, okay, ja. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Ich habe das Kraut noch nicht verteilt, Alter. Was soll denn das hier? So, zeig, kann man dir verhandeln. Waren. Wie du wünschst. Du hast ja gar kein Erz. Wie soll ich denn da verhandeln, Alter? Okay. Da soll ich hier einfach hier die Bauern anquatschen? Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Wo war denn gerade hier die Betonung? Dann weißt du bestimmt eine Menge über das über all das hier. Weshalb bist du hier? Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten Staat, mich hier, aber der Staat. Hier ist es nicht schlechter als draußen. Der gute alte ich werde Staat. Wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Ich hab's nicht gesagt. Wie gesagt, Gossig nimmt kein Blatt vom Mund. Was übrigens sehr geil ist. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reisflügel. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht.
Unglücklicherweise kommt. Oh, was ist das? Grüne Novize. Leute, werde ich jetzt angegriffen oder sowas, Alter? Ja, man weiß ja nie, Alter, ne? Man weiß ja nie. So, kehren wir. Also, übrigens, was ihr gerade hier vor euch seht, ist, ja, das ist ein Tageszyklus der Bauarbeiter. Das heißt, nachts schlafen die in den Hütten, tagsüber gehen sie auf die Reisfelder und arbeiten. Seht euch das an, Alter. Das Spiel ist aus dem Jahre 2001. Alle Bauern gehen jetzt auf den Weg, so vermute ich, zu... Hoppala, das wäre ja fast ein Tod gewesen, Alter. Ja, die gehen jetzt sicherlich alle zu diesem Reisfeld. 2001, meine Damen und Herren. Nicht so wie heute. Werden die Spiele mit der Zeit schlechter. Von der Mechanik, nicht von der Grafik. So, wie lösen wir das Problemchen? Also, wir haben in der Kneipe einmal den Mordrek und einmal Bal Isidro. Bedeutet, ich muss auf jeden Fall irgendwie da rein. Die Rausschmeißer hier vorne haben Erz verlangt. Das habe ich nicht. Oder die andere Option war, man ist Schürfer. Schürfer oder Bandit. Gut, um Bandit zu werden, muss ich mich dem neuen Lager anschließen. Das will ich, glaube ich, noch nicht. Das heißt, ich muss irgendwie Schürfer werden. So. Ich denke, wir können uns diese Alternative im Hinterkopf behalten. Wie können wir Schürfer werden? So, des Weiteren. Wir müssen jetzt zum Balkagan Geschenke verteilen, ne? Wo war die Quest? Kundenwerbung. Der Novize Balkagan hat mir 10 Stängel Sumpfkraut grüner Novize gegeben, die ich im neuen Lager verteilen soll. Gut. Dann machen wir mal das mal. Das ist Balkagan. Ja, so sieht's aus. Was läuft denn so? Du bist wohl noch nicht lange hier, was? Lass mal eins gegen eins machen. Die Magier bereiten sich schon seit Jahren auf die Sprengung des Erzhaufens vor. Das heißt, der große Tag ist nicht mehr weit entfernt. Zumindest sollte man das annehmen, wenn man sich den Riesenhaufen ansieht, den die Schürfer bis jetzt zusammengekratzt haben. Was kannst du mir über dieses Lager sagen? Ich glaube, das hat mir schon, kann das sein? Es ist eine Gemeinschaft, die wir hier haben. Jeder macht im Grunde, was er will, ja. Obwohl er das sicher am liebsten tut. Ja, was hat ihr mit Gomez zu schaffen? Wir stehlen ihn. Ja. Ich glaube, das hat mir schon. Und was muss ich tun? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier, wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. So, warte mal, da ist gerade ein Kunde an uns vorbeigegangen. Cypher. Hey du. Warte mal, Cypher ist doch aus der Matrix der eine Verräter gewesen, oder? Der hat in dem ersten Teil, was übrigens der beste Teil von allen 4 Teilen der Matrix insgesamt ist, im ersten Teil hatte den Morpheus an die Agenten Smith verraten. Wie sieht's aus? Wir haben Gomez mal wieder ins Essen gespuckt. 3 tote Gardisten und eine ganze Menge Zeug zum Verhökern. Darauf trinke ich. Du bist einer von den Jungs, die ständig das alte Lager überfallen. Nein. Ich höre nicht auf zu lachen. Sich eine lohnende Gelegenheit sehr witzig. Bietet. Ich glaube,
Händler oder was? Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Damit kann ich nicht dienen. Dann komm wieder, wenn du es kannst. Junge, ich habe hier Zweihänder Waffen vom aus dem Orktal, ja? Manche lernen eben gar nichts dazu. Was hast du anzubieten? Die Frage ist, damit kann ich. Dann komm aber für dich. Verpiss dich, Junge. Verpiss dich, Alter. Ich gebe dir noch einen Arschtritt, Alter. Ja, das hat er wirklich behauptet. Das passiert mir nicht. So, weiter geht's. Banditos. Ich spamme gerade, ne? Hey du. So ins Gesicht, Alter. Schön mit Schwung. Ich geb dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ich muss mir schon mal im Voraus überlegen. Ah, warte mal, vielleicht habe ich das ja in meinem Eintrag. Ah, schade. Okay. Die Sache war ja so. Der Balkagan. Ui. Da war eine kleine Ente da. Der Balkagan hat mir ja mehrere Möglichkeiten als Belohnung angeboten. Einmal waren da... Oh lol, was waren das gerade? Krasse Zähne, ne? Einmal irgendwelche magische Schriftrollen. Psst. Hey, du! Wer? Ich? Genau du! Komm mal her! Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Irgendwie vertraue ich dem Ganzen noch nicht so. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Vielleicht ist er ja der Gute und der hier der Böse. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Oh lol, Alter, was ist denn hier? Schleichen. Schlösser knacken. Oh, lalalala. Schlösser knacken. War das nicht das, was man mit den Dietrichen aufknackt? Ah, ich weiß gerade nicht. Also ich habe gerade sowieso keine 200 Hertz parat. Aber wir behalten mal im Hinterkopf, dass wir bei Wetsch etwas lernen können. Ja? Ein Bandit. Bitte schön. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Okay. So, ich soll nicht hier vor Putsch. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das Ganze mal aus der Distanz. Der Butch ist wahrscheinlich der, der gerade steht, oder? Kronos, Alter. Okay. Wir werden auf jeden Fall nicht näher rangehen. Wieso? Weil ich mich einfach nicht traue. Hey du. Wir befinden uns gerade nämlich auf einer extremst wichtigen Mission. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. So, was haben wir hier? Weitere Banditen, wunderbar. Hey du. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. 5 Krautstängel übrig. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder.
Ja, Bruder, oh. Geschichte muss wohl doch was dran sein. Nicht schlecht. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Du siehst aus, als würdest du sehr gerne eine Banane in den Arsch geschoben. Verlass dich auf jemanden. Wolf! Wer bist du? Ich bin Wolf. Der mit dem Wolf tanzt. Der mit den Wölfen tanzt. Oder wie hieß der eine Film mit Kevin Costner? Der mit dem Wolf tanzt, oder? Ein wirklich sehr, sehr guter Film übrigens. Ist zwar ein bisschen alt, aber nichtsdestotrotz ein Film. Ein Top 10 Film, sag ich mal. Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Ja, alles kostet so. Wie ist das zu verstehen? Okay, wir schauen uns vielleicht das Menü an, bevor wir hier irgendetwas upgraden. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Waffenhändler. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Eiran. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Eiran. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Die kenne ich bereits. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Nachts treffen sie sich allerdings wohl alle bei Eiran. Willst du die Jäger also auf einen Schlag treffen, dann ist das der richtige Zeitpunkt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Ja, das hat er wirklich behauptet. Okay, kann ich alles nachvollziehen. Zeig mir deine Bögen. Zehn Schaden sind wie gerade nicht so viel, muss ich gestehen. Also mit meinem Schwert mache ich bereits 29 Damage, nur mal so am Rande, gell? Aber der Kollege hat 100 Erz. Wir wollen mal abchecken, ob wir ihm... Die Bolzen sind ja für die Armbrust, oder? 25. Also das ist schon nicht schlecht. 30. Sowas mit den Keulen, Alter. Den Mist lasse ich mir nicht andrehen. Wer kann das kaufen, Alter? Was damit? Den Mist lasse ich mir nicht andrehen. Rasiermesser. Was macht das für ein Damage? 12. Den Mist lasse ich mir nicht an. Hä, was kauft denn überhaupt? Hier ein Kurzbogen. Wie heißen seine Bogen? Kurzbogen, Reiterbogen. Okay. Also mit einem Kurzbogen kann ich gar nichts anfangen, ne? Den Mist lasse ich mir nicht andrehen. Bin ich dumm, Alter? Oder was ist hier los? Der handelt doch mit Pfeil und Bogen. Falls irgendwelche Gothic-Veteranen gerade
zuschauen, klärt mich bitte ein wenig auf. Also nach meinem Verständnis kauft und, also wenn er mit Pfeil und Bogen handelt, dann kann ich bei ihm Sachen, diese Sachen einkaufen, als auch verkaufen. So, nach meiner Logik. Oh Leute, wir müssen jetzt Schluss machen. Okay, meine Damen und Herren, wir speichern, glaube ich, ganz unten ab. Ja. So, was sagt die Zeit? 25 Minuten. Okay, das ist schon ein bisschen eine bessere Zeit als das letzte Mal. Wir, meine Damen und Herren, befinden uns im alten Quatsch. Im allerletzten Test. In der allerletzten Frage des IQ-Tests Nummer 1. So. Eine Sache vorweg. Ich werde wahrscheinlich vielleicht 1, 2 oder 3 Personen nachfragen, die sozusagen meine Let's Plays, also von denen ich auf jeden Fall weiß, dass sie meine Videos regelmäßig anschauen. Und ich möchte einfach eine ehrliche Meinung zu diesen Fragen haben. Denn bei mir hat sich das Gefühl gebildet, dass ich diese ganzen Fragen des IQ-Tests oder den gesamten IQ-Test eigentlich weglassen kann. Weil zum einen das ein bisschen zeitfressend ist, für euch vermutlich komplett unnötig sind. Ja, aber ich dachte mir, so als kleine Abwechslung wäre das gar nicht mal so schlecht. Im Endeffekt hat sich das Ganze so kristallisiert, dass ich jetzt glaube, dass ich ab der 41. Folge den IQ-Test komplett weglassen kann. Ich kann euch natürlich nochmals aufklären, was für, ja, wir haben ja ganz am Anfang hier diesen Rohwert, das ist die Anzahl der richtig beantworteten Fragen. Und dann, je nachdem, welche Zahl ich habe, gehen wir dann hier hoch und schauen dann, bei welcher Zahl wir uns befinden. Und danach haben wir den IQ. Das könnte ich euch höchstens in der Folge 41 nochmal Bescheid geben. Die Auswertung würde ich wahrscheinlich offscreen machen, weil das für euch wahrscheinlich eine Zeitverschwendung wäre ein bisschen. Mich interessiert einfach an der Stelle nur die Meinung, wie ihr zu diesem IQ-Test, was ihr für eine Meinung dazu habt, ob ich das weglassen soll, ja oder nein, einfach ehrlich sagen, oder ja, ihr könnt es auch gerne unter den Kommentaren schreiben. Dann ist mir die Arbeit erspart, euch per WhatsApp zu fragen. Ansonsten, genau, dadurch, dass ich dann diese IQ-Tests weglassen würde, würde ich dann mehr Zeit dazu haben für die einzelnen Folgen. Widmen wir uns ganz kurz der letzten Frage zu. Setzen Sie die fehlende Zahl ein. 2, 7. Okay, das ist sehr unregelmäßig wieder. Also wir können hier auf gar keinen Fall mit Addition arbeiten. Das ist hier auf jeden Fall irgendeine Multiplikation. 2 mal 3 ist 6. 2 mal 4. Oder sind das vielleicht nicht, ist das vielleicht nicht, vielleicht handelt es sich hier nicht nur um Multiplikation, vielleicht handelt es sich um eine X, wie nennt man das, wenn 2 hoch irgendetwas, also vielleicht Exponenten.
Also 2 hoch 1 ist 2. 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8. Passt nicht. Drei hoch 1 ist 3, das passt schon mal gar nicht. Drei hoch 2 ist 9. 3 hoch 3 ist 9 mal 3. Wartet. Ich schreibe das mal hier kurz an. Also 3 hoch 1. Okay, wir machen das mal ausführlich, ja. Plus 1. Also Position 1. 3 hoch 1 minus 1. Ja. 3 hoch 1 ist 3, minus 1 ist 2. Diese 1, das ist sozusagen der, also diese 1 kommt aus dem Exponenten. Also plus 2. 3 hoch 2 minus 2, check. 3 hoch 2 ist 9, minus 2 ist 7, Alter. Post 3, 3 hoch 3, minus 3. 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist 27, 27 minus 3 ist 24, 24. Ach du Scheiße. Das heißt, hier ist hoch 4 und hier ist hoch 5. Wie bitteschön soll man das innerhalb von 30 Sekunden beantworten können? Also ohne Witz, ne? Oh Gott. 27 mal 3, 60 plus 21 ist 81. Minus 4 ist 77, passt. So, jetzt wird's hart, Alter. Drei hoch 4 haben wir gesagt, war 81. Das heißt, 81 mal 3 ist 200. Oh ja. Entschuldigung. Was haben wir gesagt? 81 mal 3, das ist 240. 243, 243 minus 5, 243 minus 5 ist, ich rechne übrigens, wenn ich Kopfrechnen mache, dann rechne ich immer auf Russisch, weil das Ding ist, ich habe ja bis zur 5. Klasse ungefähr in Russland die Schule besucht, das heißt, ich habe da tatsächlich das Kopfrechnen gelernt auf Russisch. Und das Ding ist, wieso ich das auf Russisch mache, ist, also ich muss immer wieder die Zahlen sozusagen übersetzen auf Russisch. Im Deutschen sagt man ja als allererstes 200, also sagen wir, nee, fangen wir mal so an. Nee, hier passt es besser. 24, ja. Zunächst sagt man die 4 und danach sagt man die 2. Stellt euch vor, ihr diktiert eine Telefonnummer und irgendjemand tippt es für euch ein. Ihr sagt 4. Pause und 20. Der Typ hat aber schon die 4 eingetippt. Wie bitteschön soll er jetzt die 2 davor kriegen? Na, 24. Auf Russisch, so wie wahrscheinlich auf allen komplett restlichen Sprachen, sagt man zuerst 24, 2, 4, 24, 2, 4. Gut, auf Französisch,
Irgendetwas mit Sankt Katre oder. Ah. Nee, Vankatre, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, tut mir leid. Okay. Genau, 243 minus 5. Okay, ich hoffe, ich habe das richtig gelöst. Ansonsten speichern wir das Ganze mal ab. So, dann würde ich euch noch an der Stelle etwas anderes zeigen. Ja. Und zwar, wir haben ja jetzt gerade wieder sehr stark überzogen, übrigens, 35 Minuten. Wir haben jetzt gerade die Folge 40 zu Ende gemacht. Ja, das bedeutet, ich werde nach der 40. Folge, also im nächsten Video bereits, meine Strafen, ja, wir sind hier in der Strafkolonie, das heißt, wir haben eine Liste von Strafen, die wir abarbeiten müssen. So, ich werde, also wir haben hier 27, ja, da sind noch ein paar. Wir sind 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Strafen müssen wir abarbeiten. Ich würde vorschlagen, damit wir nicht gleich alles auf einen Haufen haben, werde ich zunächst das hier und das hier. So, das heißt, ihr könnt auf jeden Fall mindestens 4 Videos nach der 40. Folge an Bestrafungen von mir erwarten. Und das habe ich bereits gemacht. Und das habe ich bereits auch schon gemacht. Das wird easy sein. Und ja, hier muss ich noch schauen. Das Ganze muss ich natürlich auch mit Ushanka machen, nicht zu vergessen. Und ab 26. Bestrafung darf ich keine Ushanka mehr anziehen. Wunderbar. Nichtsdestotrotz ist das eine Qual. So, ich würde vorschlagen, wir machen nach der 40. Folge bis zur 22. Bestrafung. Danach machen wir wieder irgendwelche Folgen und danach machen wir, sagen wir, 3 Bestrafungen. Danach machen wir wieder irgendwelche Folgen und danach machen wir, das kann ich mir vorstellen, mache ich sicherlich nicht First Try. Das heißt, das heißt, ihr könnt hiermit sicherlich mit 20 Folgen oder 20 Videos rechnen. Ja, das ist wieder mal easy. Mache ich First Try. So. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir haben jetzt knapp 40 Minuten gequatscht. Ansonsten, ich glaube, bevor die Folge rausgeht, werde ich nichtsdestotrotz eine Person auf jeden Fall mal anschreiben und sie fragen, ob ich die IQ-Tests, die Fragen zum IQ-Test herausbringen soll. Also, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Viel Spaß beim Videos anschauen, beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.